Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Geschwister. Ich bin wieder da zur Stalle. Ich war in Barcelona gewesen mit meiner Freundin. Ich lade euch schnell die Videos hoch. Heute geht es darum, was kann ich gegen den Islam tun? Was kann man denn so tun, um das zu tun, was Moslems mit Christen machen? Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass Moslems oder Scheinchristen in Wirklichkeit Moslems sind, ständig uns Christen erzählen, das darfst du nicht, sonst bist du ja gar kein Christ und bliblablub, ja. Und ihr kennt ja diese ganzen Plattformen, die jetzt rausgekommen sind, TikTok und sowas, ja. Snap habe ich gestern mitbekommen, irgendwas mit Snap oder sowas, Snapchat oder sowas rausgekommen. Ich mache das jetzt auch TikTok seit circa ein halbes Jahr. Ich mache da auch so ein paar Spaßvideos, ja. Man muss ja nicht immer ganz gefrustet sein wegen einem Irrsinnskult, der auf dieser Welt existiert. Mache ich auch mal da ein paar Spaßvideos und sowas. Aber was mir da sehr gefällt ist, gerade eben habe ich es erst gemacht, fünf Musliminnen, ja, tanzen da auf einer Musik und Musik ist haram im Islam, ja, reimt sich sogar und ist wahr. Genau, und das ist, was ich gerade so betreibe, also was ich so mache. Ich gucke mir TikTok an und wenn ich Moslems sehe, die Musik hören, singen, tanzen, ja, schreibe ich denen, dass das haram ist. Und dann merkst du richtig, wie die sauer sind, wie die dann Antwortvideos darauf machen. Was heißt sauer sind? Getroffen sind, sagen wir mal. Und dadurch sauer werden, weil sie vor allem merken, was für spastische Mongoloiden das sind. Nicht jetzt alle Moslems, sondern die Moslems, die überhaupt gar nicht ihre Religion kennen. Das sind so richtige spastige Muslime. Die verteidigen etwas, an das sie überhaupt gar nicht glauben. Sie nehmen etwas an, ja, weil sie sich einer Gruppe anschließen wollen. Das habe ich oft in meinen Videos erzählt. Es gibt Menschen, die schließen sich etwas an, ja, wie zum Beispiel unseren Freund, der jetzt auch YouTube-Videos macht, ja, ja, mit dem habe ich auch immer geschrieben gehabt, da habe ich ihm ganz klar gesagt, pass auf, ich lese heraus, ich merke das an dir, dass du nur Moslem bist, ja, dass du nur Moslem bist, weil du Angst hast, dass die Muslime hier die Überhand ernehmen und darum hast du dem Islam angenommen. Du bist in Wirklichkeit ein Angsthase und das hat es dann auch zugegeben, ja, und macht jetzt auch Videos und dann sieht man auch an ihm, dass er so eher der schmächliche Typ ist und sowas, aber durch dieses Gerede, ja, seht ihr, was ihr alles erreichen könnt, ja, dadurch, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe, hat er das eingesehen und erkannt, dass er stark sein kann durch Christ, ja, durch Christus, dass nur er stark ist und nicht durch den Islam, denn dadurch nimmt er nur etwas, ein Gebilde an, ein Konstrukt, sagen wir mal, ja, eine Menschenmasse, ja, um nicht unterzugehen, aus Angst unterzugehen, ja. Aber mein Wort wird niemals, ja, untergehen, ja, sagen wir mal. Das einzige Wort, was nie untergehen wird, wird das wahre Gottes sein und nicht das des Islams. So. Und er hat es verstanden, macht jetzt auch YouTube-Videos. Seht ihr, was ihr alles erreichen könnt, Leute? Ja? Ein Schein-Moslem, ja, aus Angst, der im Herzen eigentlich ein Christ ist, in der Liebe ist, sagen wir mal, das Christentum wieder fest angenommen hat, sagen wir mal. Und jetzt sogar YouTube-Videos macht, durch mich, durch Jesus, sagt ihr immer, ja, Jesus macht alles gut, durch Jesus, ja. Ja, ihr macht durch Jesus, ja, eure Werke werden größer sein als meine, ja, eure, ja, nicht mein Werk wird größer sein durch euch, sondern eure Werke werden größer sein als meine, ja. Ihr vergisst, ja, dass ihr euren freien Willen habt, dass ihr bemächtigt seid, Sachen zu tun aus eurem freien Willen. Wer tut das dann? Ihr. Durch die Information, durch das Wort Gottes, durch das, was ihr studiert habt, ja, durch eure Liebe, die ihr in euch habt. So. Und so, ja, das ist, was ich so viel auch mache auf diesen neuen Plattformen. TikTok, was heißt, der ist neu, ja, also für mich ist es neu, es ist schon ein paar Jahre da, TikTok, aber. Und den Leuten dann klar zu machen, das, was ihr müsst. Fangt mal an, den Muslimen zu zeigen, dass sie ihre eigene Religion nicht kennen. Ihnen bleibt dann nichts anderes übrig, es zu studieren. Sie lesen dann, und was passiert? Sie lesen dann Sachen, die sie gar nicht lesen wollten. Sie lesen dann wirklich, was in den Hadithen steht und was im Koran steht und denken, was geht denn hier ab? An was habe ich denn geglaubt? Ich fordere euch auf, liebe Freunde, ja? Die wenigen, die ich hier habe.
Lasst uns zusammen kämpfen, ja? Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die gegen die Unwahrheit kämpft. Natürlich auch das Wort verbreiten, natürlich auch für Jesus, ja, arbeiten, natürlich. Aber lasst uns, ihr seht es doch selber, durch gegen die Unwahrheit kämpfen, so macht es doch Christian Prince. Christian Prince kämpft gegen die Unwahrheit. Ja, und tut viel mehr Muslime zum Christentum bringen als Menschen, die über Jesus sprechen. Weil Jesus, jeder weiß doch schon von Jesus. Ja? Also zumindest wo wir leben, unser Umfeld, versteht ihr das? Ja? Wenn ihr Jesus beibringen wollt, wisst ihr, wohin gehen müsst? Nach Madagaskar, nach Philippinen, nach einer der 7500 Inseln, die Philippinen haben. Oder keine Ahnung, wo in irgendeinem Urwald in Afrika, was weiß ich, Mann. Ja? Aber euer Umfeld weiß ganz genau, wer Jesus Christus ist, ja? Jeden Dezember läuft Jesus Christus Filme hoch und runter, ja? Von September bis Februar laufen solche Filme hoch und runter, ungefähr, ja? Weiß jeder, wer Jesus Christus ist? So. Ihr müsst gegen die Unwahrheit kämpfen. Wenn ihr gegen die Unwahrheit kämpft, bringt ihr den Leuten bei, dass das falsch ist. Sie wollen aber an einen Gott glauben, die an einen Gott glauben wollen und nicht einfach nur Ideologie oder menschenverliebte Leute sind, die werdet ihr dann bekommen. Ja? Sie fangen an, ihre Religion zu studieren und merken auf einmal, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ja? Und dann merken die auf einmal, oh mein Gott, ich kann ja sogar eine Fatwa bekommen für den Scheiß, das ich mache. Ja? In Saudi-Arabien, wenn ihr Musikinstrumente spielt, wenn ihr einen Moslem seht, der Musikinstrumente spielt, verboten. In Saudi-Arabien, Menschen, die in Saudi-Arabien Musikinstrumente spielen, können die Hand abgeschlagen bekommen, im Extremfall, ja. Die kriegen da dir voll aufs Maul, wisst ihr das? In Saudi-Arabien, wenn der Moslem so bam, 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 bam mit Musik spielen oder ein Tourist, der das gar nicht weiß, der kriegt voll aufs Maul von der Scharia-Polizei, die dort gibt, ja. Das muss man wissen. Und das müsst ihr den Moslems beibringen. Und dann gucken die, studieren die, ist das überhaupt wahr? Ja, dann sehen die, ja, stimmt. Und dann sehen sie auf einmal ihre Musik, ihre Liebe, ihre, oder sagen wir mal, man sagt ja immer, man soll mit das Geld verdienen, was einem am meisten Spaß macht, mit dem Hobby Geld verdienen. Und dann ein Musiker zum Beispiel, der ein Moslem ist, der wird dann sehen, das ist ja verboten in meiner Religion. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, wie die ganzen Sänger. Die europäischen Sänger und sowas, die aufgehört haben, Musik zu machen und nach ISIS gegangen sind, ja, und Köpfe abgetrennte Köpfe gekickt haben. Ihr wisst, von wem ich spreche, ja, von diesem Obermongo, ja. So. Ihr Lieben. Im Extremfall kann es passieren, dass wenn ihr einem geistig Behinderten sagt, Musik ist verboten im Islam, dass er dann sagt, okay, schau auf mit Musik und dann abgeschlagene Köpfe kickt. Kann auch passieren. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass ihr Menschen von der Unwahrheit trennt, die Liebenden, die Liebe in sich haben und ihnen zeigt, dass sie an einen Gott glauben, der gar keine Liebe ist, und zu unserem Gott kommen. Ja? Denn vergesst nicht, die 12 Jünger sind in den Tod gegangen, ja? Beziehungsweise 11 und eines im Gefängnis gestorben. Sie sind, das ist halt eben, wie sagt man, unsere Werke können auch dazu führen, dass Menschen, ja, wobei eigentlich Moslems selbst das tun, ja. Dieser eine, der da Köpfe gekickt hat in ISIS, ihr wisst, wen ich meine, das waren ja Moslems selbst, die zu ihm gegangen sind und haben gesagt, hier, hör zu, ja, das, was du machst, ist falsch im Islam, du darfst es gar nicht. Und dann haben sie ihn radikalisiert, ja, bei uns, die Christen, bei uns ist es ja ein bisschen anders. Wir sagen ihm, pass auf, das, was du im Islam machst, ist falsch, darfst du gar nicht. Aber unser Gott ist Liebe, bei uns darfst du das. Also was passiert? Bei uns wird er weiterhin Musik machen. Ja? Wenn es nicht unbedingt eine satanische ist, ja? Wenn es eine liebende Musik ist. Keiner sagt was gegen Volksmusik. Ein Christ wird, glaube ich, niemals sagen, ey, mach keine Volksmusik. Ja? Das tut unserem Gott in den Ohren weh. Ja? Glaube ich nicht. Und wie gesagt, das ist, was wir tun sollen. Ja? Ich bitte euch, die wenigen Menschen, die ich habe, die mit mir sind, ja? Lasst uns einen Kampf angehen. Lasst uns Muslime in TikTok, in YouTube. Ich habe jetzt letztens einen der Computerspiele spielt, ja. Der, wie heißt der? Ich weiß nicht. Ich habe rumgeguckt in YouTube. Auf einmal sehe ich so, wieder einer so vorne, der macht so live so YouTube-Spiele, ja. Und was hat er gemacht? Der hat, bevor der so sein Spiel anfängt und Filme macht, ja? Macht er das Gebet? Macht er das Gebet? Der macht das Gebet, dann macht das Spiel an, ja? Hola, buenos días. Ja? Psst.
Ramses, Basta. Dann macht er das Spiel an, ja. Basta, ja. Dann macht er das Spiel an. Der macht das Spiel an und sagt dann halt Randin, Jambratin, Shatan, Shaitan, Parampinchin, ja. Und dann fängt er an zu spielen und das, die Spiele zu erklären. Und ich habe den in jedem Video, und habe ich den so in 10, 15 Videos, habe ich den geschrieben, dass das, was er macht, falsch ist, ja. Der soll mal seine Religion studieren, habe ihn sogar ausgelacht, ja. Weil es ja so ein bisschen provozieren halt. Und hat dann reagiert, mir zurückgeschrieben, hat 1000 Abonnenten, 1010 Abonnenten oder sowas, 1010. Und hat dann reagiert, ja, wir Menschen sind auch nur Sünde und der rafft hier gar nicht, ja. Ich bin mal gespannt, ich habe ihn nochmal geschrieben, jetzt hat er bis jetzt nicht nochmal geantwortet. Und so müsst ihr das dann weitermachen, dann ich warte nur, dass er jetzt nochmal antwortet, dann werde ich ihm sagen, Junge, das ist ein Direktbefehl, ja, in Islam von Mohammed, ja, dass Spiele verboten sind. Und er sagt, ja, wir sind ja auch nur Sünder. Er vergisst hier, dass nur wir Christen die Vergebung haben. Nur wir haben die Vergebung. Im Islam gibt es keine Vergebung. Ein klarer Befehl von Mohammed, Spiele sind verboten. Und du spielst trotzdem, da kannst du nicht sagen, ja, wir sind ja auch nur Sünder. Seht ihr eigentlich, was für ein Vollspasti das ist? Entschuldigung, dass ich so rede. Das ist ein richtiger Vollspasti. Der glaubt nicht an diesen Mohammed, der glaubt nicht an diesen Allah. Ja? Die glauben gar nicht an diesen Allah. Die wollen nur einfach jemandem zugehörig sein. Ja? Geistliche, mindeste, unterste Wesen sind das. Ja? Hauptsache irgendwas anhängen, weil ich geistlich so ein Mongo bin. Ja? Ich bin geistlich so ein Spasti, aber wenn ich mich denen anschließe, bin ich endlich jemand. Ja? Versteht ihr die Psychologie dahinter? Ja? Klar versteht ihr das. Ihr seid ja nicht blöd, Gott sei Dank, wie die. Ne? So. Ja? Geistliche, unterste Kreaturen, anstatt dem Stärksten, ja, sich anzugehören, Jesus Christus, glauben sie sich, dieser Welt anzuschließen, dieser erbärmlichen Welt, ja, diesen Konstrukt ist Islam, ja. Aber es ist bald vorbei mit dem Islam, allein durch Bildung, Leute, ich sage euch, in 20 Jahren wird es so vorbei sein mit dem Islam, da wird echt nur noch der Dümmste und der Aggressivste und nur noch der Mörder und Pädophile den Islam annehmen, so die richtigsten Geisteskranken, die sagen, ja, das ist ja genau, was meinem Geist entspricht, ich darf da Kinder heiraten, das ist ja das Problem, ja, und selbst sie glauben nicht an den Allah, sie nehmen das an, weil es ihren geistlichen Geisteskrankheiten entspricht und sie ihre Geisteskrankheiten ausleben dürfen, ja. Und das ist dann bald vorbei. Dann werden nämlich auch dann in muslimischen Ländern endlich mal schöne Gebäude gebaut für Geisteskranke. Ja? Das ist ja das Problem. Ein Muslim darf Muslim nichts tun. Ja? Nur weil er ein bisschen geisteskrank ist, den in die Psychiatrie stecken. Ja? So etwas gibt es in Islam, in islamischen Ländern nicht. Ja? Und durch die Bildung, ja, wird man erfahren, dass das ein Geisteskrank, ein Kult ist, der von Geisteskranken gemacht worden ist für Geisteskranke. Ja? Ich bin der Einzige, der das so klar ausspricht. Ja? Und wenn das die Menschen bald verstehen durch Bildung, ja? Psychologie und sowas. Ja? Die Psychologen zum Beispiel machen gar nicht mit. Es gibt ganz wenige Psychologen, die sagen, was wirklich da los ist mit dem Islam. Es gibt ganz wenige, die sich nur trauen. Ich bin einer der wenigen. Ja? Dr. Wake Up. Ja? So, und ja, ihr Lieben, das ist, was wir tun müssen. Ja? Benutzt die Plattform, wenn ihr seht, da tun Leute Videospiele spielen, tun davor beten, Leute in TikTok tun tanzen, singen, Musikinstrumente spielen und machen auf Moslem, ja, schreibt mal kurz drunter, nehmt euch doch mal bitte die Zeit, Leute, wir kämpfen hier gegen etwas ganz Großes, seid Helden, versteht ihr? Ihr seid Helden, ihr seid jemand, der etwas macht, was Gott selbst euch gesagt hat, dass ihr tun sollt, ja, schließt euch dem an, liebe Freunde, ja. Ihr Lieben, ihr seid bei was ganz Großem gerade dabei, ja? Und macht da mal mit. Ja, ihr müsst ja nicht den ganzen Tag da nur mal gucken in TikTok. Ich mache das zum Beispiel manchmal eine Stunde, ja? Und dann gucke ich und dann scrolle ich und warte, bis ich einen Moslem sehe, der da seinen eigenen Allah beleidigt. Er beleidigt den Mohammed, ja? Er macht da auf einen Moslem, ja? Aber er tut gar nicht das, was Mohammed sagt. Ja? Beleidigt da Mohammed oder Allah selbst, ja? Er macht da, ja, sozusagen Blasphemie, ja? Oder... So, ihr Lieben, gut, ich weiß, was Blasphemie heißt, ja, ich tue jetzt nur mal ein bisschen übertreiben, ja. Gut, ihr Lieben, ja, macht da bitte mit, meine Batterie geht leer, ich wollte eigentlich sehr viel sprechen heute, aber meine Batterie ist leider leer, machen vielleicht heute Nachmittag nochmal Hundevideos, den Hunden geht's gut, macht euch keine Gedanken, ja, habt ihr gerade nochmal Entwurmungskur gegeben, nächste Woche, jetzt am Samstag, gehen wir mit denen
gucken, dass wir Kunden finden. Gut, bleiben wir mal bei dem Thema hier. Also ihr Lieben, macht bitte mit. Ihr müsst mitmachen. Das ist etwas, was ganz Großem gerade dabei. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Moslems stehen wieder vor Wien, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Und nicht nur vor Wien, die stehen gerade in Europa mit der Takia, ja, mit der Takia-Technik, mit der Geburtenrate, mit der Einwanderung, ja, mit der Einwanderung. Wir haben gerade ein ganz großes Ding und ihr könnt dabei sein, mitzuhelfen, das Ding schneller zu beenden. Ist euch das bewusst, ihr Lieben, ja? Ich fordere euch auf, ich sag's mal so, ich fordere euch wirklich auf, das zu tun, wie Gott es euch, Gott fordert euch auf, es zu tun. Er sagt nicht tut oder tut nicht, er fordert euch auf, ja? Und wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht, guckt mal mich an. Wer bin ich? Bin niemand, ja? Und ich wette mit, und die meisten von euch, wenn ich so Sachen von euch lese in Facebook, wie ihr spricht, ich sehe, wie ihr voll hochintelligente und studierte Menschen seid, ja? Und guckt mal mich an. Ja, mich beleidigen oft die Leute, ich lerne erstmal Deutsch oder bla bla bla. Hey Leute, hier geht's um Gott. Hier geht's um Gott. Ja? Wo habt ihr gelesen, dass Jesus Griechisch studiert hat? Er konnte es perfekt. Versteht mich nicht falsch. Ich sag's nur. Hier geht's darum, dass das Weltliche nicht im Vordergrund steht. Hier steht, dass das Geistliche ist im Vordergrund. Ja? Und wenn ihr glaubt, ja, ich bin vielleicht im Geiste nicht so stark. Oh, glaubt mir, meine lieben Geschwister, wenn ihr anfängt, wird der Geist euch leiten. Ihr werdet sprechen und reden und boom, boom, boom und Sachen sagen. In jedem Video und alles, was ihr macht und alles, was ihr sagt, wird ihr immer mindestens einen Satz finden, der wichtig ist. Ja? Und wenn euch nur 500 Leute zusehen, dann soll es so genau so sein. Denn Jesus hat auch nur 12 mit sich gehabt. Ja, er hat 1.000, 5.000, 10.000 mit sich gehabt. Die Hälfte haben ihn verlassen wegen nur einem Satz. Okay? Und euch werden viele verlassen. Und umso mehr euch verlassen, umso richtiger seid ihr. Denn ihr tut den Menschen nicht Honig um den Mund schmieren. Euch anpassen für alle, ja? Und sowas, nein. Gott hat die Wahrheit gesprochen. Jesus Christus hat die pure Wahrheit gesprochen und die meisten haben ihn verlassen. Also schreckt nicht davor ab, dass Menschen euch verlassen und zu denken, ich mache irgendwas falsch. Nein, nein, nein. Umso mehr ihr die Wahrheit spricht, umso mehr passt es den Menschen nicht. Ja? Das soll jetzt hier nicht Rhetorik heißen, ich habe wenige Abonnenten, darum folgen mir nur, ich habe wenige Abonnenten, mir folgen nur wenige, weil ich die Wahrheit spreche. Nein. Ich weiß genau, warum mir wenige folgen, weil ich halt eben kleiner Asur bin. Ja? Ich bin aber nur ein kleiner Christ. Ja? Ich gebe es wenigstens zu. Ja? Aber ich bin kein Christ, der hier hockt, in Wirklichkeit denkt, zum Beispiel, scheiß Moslem, scheiß dies, oder ich hasse den Islam, oder bla bla bla, oder was weiß ich. Ja? Ich bin das, ich sage euch, was ich denke, die Wahrheit. Ja? Denn vor Gott wird Gott mir sagen, Gott wird mir dann sagen, ja, du hast hier YouTube-Videos gemacht und bla bla bla, im Geist hast du doch die ganze Zeit nur dabei gesündet, hast gedacht, guck dir den Spasti an, das ist voll der Mongo. Ich sage euch das, was ich denke. Ja? Gott wird mir das nicht vorenthalten, er wird mich vielleicht richten, ja, wird mich vielleicht deswegen richten und Gott vergibt mir. Ja? Aber er wird mir nicht sagen, hier du Heuchler oder du Lügner, ja? Du hast nur gelogen, dein Geist hat einen anderen Geist gehabt, wie das, was du geredet hast. Und wenn für mich ein Spasti ist, ist er ein Spasti. Und das ist mein Problem, ja? Aber von mir aus, lieber so. Denn ich sage euch, meine lieben Geschwister, wenn ihr da auf heilig macht und bliblablub und blablabla im Geiste denkt, ja, guck, ich scheiß Muslime, ich glaub mir, ich denk das nicht, scheiß Muslime, ich liebe die Muslime. Glaubt mir das, ja? Ich habe mit ihnen gelebt, mein ganzes Leben lang, ja? Aber wenn ihr da eure Videos macht, glaubt mir, liebe Freunde, ja? Und da auf heilig macht und hin und her und im Geiste denkt, scheiß Muslime, bla bla bla, hoffentlich alle raus mit denen und bla 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 und solche Sachen, ja? Macht Buße, liebe Freunde, macht Buße, sage ich, ja? So, also. Gut, ihr Lieben, das war's, meine Batterie geht leer. Muslime, wir lieben euch.